Geboren wurde ich 1919 in Ostpreußen. Schon meine Mutter war eine starke Frau. Sie war eine der ersten Ärztinnen in Deutschland. Darum wurde ich bereits als junges Mädchen über Sex aufgeklärt. Meine erste große Liebe war die Fliegerei. 1937 durfte ich meine erste Flugstunde nehmen. Mit 18 habe ich den Flugschein gemacht und wurde Kunstfliegerin. Das war für eine Frau damals schon etwas Besonderes. Mein Fluglehrer war meine zweite große Liebe. Wir beide flogen für die Luftwaffe. Leider starb er bei einem Flugzeugcrash 1944. Nach dem Krieg musste ich mit meinem Sohn fliehen, natürlich mit dem Flugzeug. Haben Sie sich da einfach irgendwie so eine Maschine dann noch genommen oder wie muss man sich das vorstellen? Organisiert nannte man das damals. Ja, ist richtig. Ich landete in der absoluten Provinz in Schleswig-Holstein. Auf dem Schwarzmarkt erzählten mir junge Frauen immer wieder, dass sie gerne Sex hätten, aber nicht gleich schwanger werden wollten. Ich konnte es nicht fassen, dass sie nichts von der Kalendermethode wussten, um zu verhüten. Ich habe dann 1947 ein Heft herausgebracht, in dem ich Verhütungstipps gab. Es hat sich 32.000 Mal verkauft. Nachdem ich das 17 Mal gerechnet hatte, dachte ich, Donnerwetter, interessieren sich hier in diesem Nest schon so viele dafür, wie mag das wohl in der Großstadt Flensburg oder gar Hamburg oder Kiel sein. Mit dem verdienten Geld startete ich 1951 meinen Versandhandel mit 4 Angestellten. Wir haben Kondome verschickt und Aufklärungsbücher. Das hieß damals Ehehygiene. Wir hatten schnell Millionen Kunden. 1962 war es dann soweit. Ich habe den ersten Sexshop der Welt eröffnet. In Flensburg. Das hieß damals aber noch Fachgeschäft für Ehehygiene. Allerdings gab es auch Bedenken. Meine Mitarbeiter hatten ursprünglich große Sorge, dass wir Probleme bekommen würden. Und da fiel mir ein, ich sage, Kinder, dann eröffne ich am 23. Dezember, da sind die Leute alle weihnachtsfriedlich. Nicht alle fanden mich so toll. Bis 1992 sind mehr als 2000 Anzeigen gegen mich eingereicht worden, wegen Beihilfe zur Unzucht. Um die 400 Verhandlungen gab es. Die meisten habe ich gewonnen. Aber ich wurde auch geschasst. Ein Tennisclub in Flensburg wollte mich nicht als Mitglied aufnehmen. Ich habe mir dann einfach einen eigenen Tennisplatz gebaut. Und sogar ein eigenes Flugzeug konnte ich mir irgendwann leisten. Ich habe viel ausprobiert und immer gemacht, worauf ich Lust hatte. 1970 habe ich das Love and Peace Festival auf Fehmarn unterstützt. Ich habe auf dem Festival meine Pflicht getan und erstmal Kondome verteilt. Freie Liebe und so, das ist ja schön, aber bitte immer mit Kondom. Mit der Zeit gewöhnten sich sogar die Spießer an mich. Ich wurde beliebter und in Fernsehshows eingeladen. Das ist ein sogenannter Trockenspanner. Ja. Das ist ein Mensch, der ein Präservativ mehrmals benutzen möchte. Ja. Wäscht das aus. Ich habe das Bundesverdienstkreuz erhalten und mein Unternehmen ging an die Börse. Im Juni 2016 bin ich an einer Lungenentzündung gestorben. Eine verrückte Erkenntnis meines Lebens ist, dass ausgerechnet meine Branche eine ist, in der man ruhig Frau sein konnte. Wäre ich ein Mann gewesen, dann hätte ich das verdammt viel schwerer gehabt. Dann hätten die alle gesagt, guck mal, dieses dreckige Schwein. So. Aber wer sagt das einer Mutter? Wir sind eins. ARD.